Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Für dieses Video habe ich die letzten Wochen mal so ein bisschen das Internet nach Informationen und Leaks durchforstet. Leaks sind quasi Informationen aus dem Quellcode, die Dataminer entdeckt haben, die sich damit beschäftigen, was sich in naher oder ferner Zukunft im Spiel alles ändert. Da das Spiel am 4. Februar genau ein Jahr alt wird, können wir davon ausgehen, dass es ein fettes Update geben wird. Über was berichte ich alles? Ich berichte über einen PvE- bzw. Singleplayer-Modus, eine neue Waffenart mit neuer Munition, neue Legenden, allgemein neuen Waffen und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Solo-Modus, Duo-Modus, Skill-Based Matchmaking und so weiter. Ich möchte natürlich nochmal betonen, Leaks sind auf jeden Fall mit Vorsicht immer zu genießen, da es auch Überbleibsel aus dem Quellcode von vor langer Zeit sein könnten. Es sind aber hier und da ein paar neue, gerade mit dem PvE-Modus in Verbindung aufgetaucht, die auf jeden Fall das Gerücht erhärten, dass es tatsächlich irgendwann mal kommen könnte, was eine feine Sache wäre. Zu 80-90% sind die meisten Leaks, über die ich auch schon mal berichtet habe oder auch andere YouTuber, meistens auch so eingetreten. Deswegen können wir davon ausgehen, dass einiges tatsächlich so kommt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr keine Informations-, Tipps und Tricks, Videos und so weiter von Apex Legends verpassen wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Also abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen da. Viel Spaß jetzt mit den Informationen. Einer der interessantesten Informationen gleich zum Anfang, wahrscheinlich für die meisten von euch, die Singleplayer- bzw. PvE-Kampagne. Vor Monaten habe ich schon mal drüber berichtet. Jetzt, warum können wir davon ausgehen, dass es tatsächlich wirklich so kommt, ein PvE-Modus? Diese Textfetzen, die ich euch hier einblende, das sind Textfetzen aus dem Spiel, die jetzt am 16. Dezember erst gefunden wurden. Also die sind sowas von brandneu. Ich lese mal vor, was hier so Schönes steht. Try an entire mission from the Singleplayer-Campaign. Zu Deutsch, versuche dich an einer kompletten Singleplayer-Kampagnen-Mission. Dann steht noch weiter drunter und hier gehe ich dann davon aus, dass es vielleicht so eine Art Herausforderungstext ist, wie zum Beispiel, ihr kennt es, wenn ihr Apex startet, auf der rechten Seite stehen mehrere Herausforderungen, töte 5 Gegner, 10 Headshots und so weiter. So steht hier zum Beispiel Continue Trial Mission oder Start Trial Mission, dass es vielleicht so eine Art Herausforderungstext ist. Und ganz unten im letzten Satz steht, we hope you enjoy the free trials of our 5's single player campaign. Mein Englisch ist nicht das Beste. Scheiß drauf, darum geht's nicht. Es scheinen 5 single player Kampagnen Missionen vorbereitet zu sein. Ich gehe davon aus, dass wir in Season 4, quasi Anfang Februar, mehr wissen, da ja, das habe ich am Anfang schon gesagt, der erste Geburtstag bevorsteht, können wir davon ausgehen, dass wirklich was Fettes, Neues kommen wird. Das soll es dazu gewesen sein. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr von dem PvE-Modus haltet. Weiter im Text. Als nächstes scheint der nächste Solo- bzw. Duo-Modus gar nicht so in weiter Ferne zu sein, denn Folgendes wurde entdeckt. Ich blende es euch hier mal ein. Music Character Select Event 4. Das ist dann quasi, also die erste Textzeile ist quasi für den Normalmodus. Dann kommt Music Character Select Event for Duos und Solo. Die 4 könnte entweder für das Wort vor, also quasi für Deutsch für, oder die 4 könnte für das vierte Event in der dritten Season stehen. Also so genau kann ich es euch nicht sagen. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, wie viele Events wir jetzt in der dritten Season schon hatten. Es könnte auf jeden Fall sein, dass wir bis Ende Januar, kurz vor Ende Season 3, noch ein Event kriegen, wo nochmal ein Solo- und Duo-Modus ist. Es scheint auf jeden Fall so zu sein, als wäre es noch keine feste Integrierung ins Spiel, dass wir einen festen Solo- und Duo-Modus kriegen, weil es steht Event vor Solo und Duo da. Ich hoffe, dass aber in Season 4 endlich mal eine feste Auswahl eines anderen Spielmoduses endlich stattfindet. Das wünschen sich die meisten. Also wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass es vielleicht jetzt in den nächsten Wochen sogar schon noch irgendwas Neues gibt in Sachen Solo- oder Duo-Modus, vielleicht sogar schon im Weihnachts-Event, dass man diese Zugmission vielleicht sogar mal im Solo- oder Duo-Modus bestreiten kann. Das könnte eventuell eine Option sein, die jetzt uns schon bevorstehen könnte. Hier habe ich euch einen absoluten Knaller, zumindest meiner Meinung nach, eingeblendet. Das sind Textfetzen aus dem Spiel für einen neuen Hop-Up. Der Hop-Up nennt sich Incendiary Rounds. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar ist das so eine Art Brandmunition. Zu Deutsch könnte man das als Brandstiftermunition bezeichnen. Ihr kennt verschiedene Hop-Ups wie die Hammerpunkt-Munition für die Alternator, die ja rausgenommen wurde. War es die Hammerpunkt? Disruptor Rounds? Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, diese Munitionsart stelle ich mir richtig, richtig cool vor. Wie genau soll das funktionieren? Ihr kennt die Thermitgranaten. Wenn ihr durch dieses Feuer
oder durch dieses Thermit lauft und ihr seid schon aus diesem Feuer raus, bekommt ihr immer noch Schaden auf Zeit. Ihr bekommt immer im Sekundentakt, wie auch bei den Gasfallen von Kaustik, im Sekundentakt immer so ein paar Schadenspunkte oder Schaden abgezogen. Genauso funktioniert diese Munitionsart. Ihr werdet getroffen, habt vielleicht noch 20 Lebenspunkte, rennt in die Ecke irgendwo in Deckung, wo euch der Gegner nicht mehr sehen kann und bekommt aber alle paar Sekunden immer noch Schaden. Das heißt, ihr werdet getroffen, lebt noch ein paar Sekunden, seid ihr draufgegangen, weil euch der Schaden auf Zeit, quasi der Brandschaden, platt gemacht hat. Finde ich eine geile Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Hemlock zum Beispiel diesen Hop-Up bekommen könnte. Hier könnt ihr euch in den Kommentaren auch gerne mal auslassen, für welche Waffe dieser Hop-Up perfekt wäre. Auch hier gehe ich davon aus, dass es in Season 4 auf jeden Fall ein neuer Hop-Up sein wird. Als nächstes soll es bald eine visuelle Änderung an den Rüstungen geben. Nicht bei euch selber, beziehungsweise wenn ihr die Rüstung aufhebt, sondern an den Gegnern. Ihr kennt das, wenn ihr einen Gegner hittet, seht ihr anhand eines kleinen Rüstungssymbols oder anhand der Farbe der Schadenswerte, die ihr austeilt, die Farbe, welche Rüstung der Gegner trägt, wenn ihr den anschießt. Es soll nun dann in Zukunft so sein, dass ihr das vorher schon seht und ihr müsst den Gegner nicht vorher anschießen, beziehungsweise euch bemerkbar machen. So könnt ihr vorher taktisch schon ganz anders entscheiden. Wenn das ganze Squad, das ganze gegnerische Squad vielleicht mit einem lila Körperschild unterwegs seid und ihr habt alle nur ein blaues oder vielleicht schlechter, dann wisst ihr vorher schon, okay, wir ballern da jetzt nicht drauf, wir machen uns nicht bemerkbar, geht einen anderen Weg, könnt taktisch ganz, ganz anders agieren. Da bin ich wirklich gespannt, wie das umgesetzt wird. Als nächstes kennt ihr sicherlich das Easter Egg in der Firing Range, wo ihr in der dritten oder in der Third-Person-Perspektive ein bisschen durch das Testgelände springen könnt. Wer das Easter Egg nicht kennt, ich verlinke hier in der Infokarte oder in der Infobox nochmal das Video. Darüber habe ich eins gemacht. Wer es nicht kennt, schaltet bitte ein, würde ich mich sehr drüber freuen. Und zwar ist etwas aufgetaucht in den Quellcodes, das Informationen darüber gibt, dass ab Season 4 eventuell schon genau in dieser Perspektive, in quasi Fortnite-Manier, ihr das Spiel auf der Map genießen könnt, nicht nur als Easter Egg auf der Firing Range. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich in Season 4 so kommt. Würde ich ganz cool finden, wer diese Perspektive vielleicht bevorzugt und die Ego-Shooter-Perspektive nicht mag und vielleicht deswegen nicht Apex zockt. Für die ist das auf jeden Fall eine feine Änderung. Kommen wir zu zwei neuen Waffen im Spiel, und zwar einmal die KSMG. Da sind jetzt Voice Lines im Spiel entdeckt worden, quasi als würdet ihr die Waffe anpingen. Das gibt eigentlich quasi Aufschluss darauf, dass diese Waffe tatsächlich kommt. Über diese Waffe habe ich schon, ich glaube, das war noch in Season 2, habe ich über diese Waffe schon berichtet. Ich spiele euch die Voice Line mal vor und danach kommen wir zu einer zweiten Waffe. Da wird es richtig interessant. Zuerst aber erstmal die Voice Line von der KSMG. KSMG hier. 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 Okay, also das sollte eigentlich Beweis genug sein, dass diese Waffe tatsächlich im Spiel kommt. Jetzt kommt aber eine Sache, die ist für mich viel, viel interessanter. Auch so, die KSMG ist übrigens eine SMG, so ähnlich, glaube ich, so ein bisschen wie die R99. Jetzt komme ich aber zu einer Waffe. Da bin ich echt gespannt, was da kommt. Und zwar ist das eine experimentelle Waffe und auch experimentelle Munition. Das ist quasi eine völlig neue Waffengattung mit neuer Munition. Da könnte man vielleicht spekulieren, als ich schon mal über diesen PvE-Modus vor ziemlich vielen Monaten berichtet habe. Da hieß es, es gibt eine spezielle Waffe. Da dachte man ursprünglich, dass das die Charge Rifle ist. Eine spezielle Waffe, mit der man mega große Monster, das nennt sich zum Beispiel Monster, das nennt sich Goliath, ist im Quellcodes auch aufgetaucht, dass man nur mit einer speziellen Waffe töten kann. Und zwar könnte das eventuell die experimentelle Waffe sein. Hier habe ich auch Voice Lines, die einfach beweisen, dass diese Waffe tatsächlich kommt, und ich gehe wirklich davon aus, dass es vielleicht eine PvE-Waffe werden wird. Oder wir werden überrascht auf was völlig Neues. Ich spiele euch jetzt mal die Voice Lines von der experimentellen Waffe bzw. Munition ab. Looking for an experimental weapon. Experimental ammo. Looking for an experimental weapon. Experimental ammo. Looking for an experimental weapon. Experimental ammo. Geil, oder? Also das sollte Beweis genug sein, dass die beiden Sachen definitiv ins Spiel finden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es in Season 4 soweit sein wird. Vielleicht wird das so ein bisschen aufgeteilt, dass nicht gleich am Anfang von Season 4 alles rauskommt. Kommen wir jetzt zu zwei neuen Legenden.
Legende Nummer 1, da sind sich eigentlich alle einig, das wird der Revenant oder auch Blackout genannt sein. Ihr kennt den, wer jetzt gerade kein Bild vor Augen hat. Das Halloween-Event, da war der Revenant der Veranstalter für das Halloween-Event. Der ist so ein bisschen von der Art her wie der Pathfinder eine Maschine. Man geht übrigens davon aus, dass der Revenant der Erbauer oder Erschaffer von Pathfinder ist. Mehr muss ich dazu aber jetzt nicht sagen, weiß ich auch nicht genau storytechnisch. Da sind sich auf jeden Fall alle einig. Jetzt sind aber Voice Lines einer zweiten Legende, die eventuell auch in Season 4 noch ins Spiel findet, aufgetaucht. Die Voice Lines habe ich leider nicht, und zwar nennt sich diese Legende Husaria. Ich blende euch hier auch nochmal das Video ein, habe ich auch vor ewigen Monaten gemacht. Alle zukünftigen Legenden, die schon feststehen, ich glaube es sind 11 oder 12 Legenden, die noch zusätzlich dazukommen, mit allen Namen und Fähigkeiten, die sie besitzen. Ist auch ein interessantes Video, schaltet da ein. Also Revenant ist klar, Start von Season 4 gehe ich davon aus, und man hätte eigentlich auch denken können, dass in Season 3 noch eine neue Legende kommt. Bei Husaria ist es so, dass die Informationen in den Quellcodes sich vermischen mit Informationen aus Season 3. Also es gibt Quellcode-Informationen aus Season 3 und die Husaria-Informationen sind mitten in diesen Season 3-Informationen. Deswegen kann man davon ausgehen, also in Season 3 wird es nicht mehr passieren, da können wir uns eigentlich sicher sein, aber deswegen geht man davon aus, dass vielleicht Mitte Season 4 noch eine zweite Legende dazukommt, dass die vielleicht zu diesem speziellen Geburtstags-Event oder weiß der Geier was ein bisschen mehr bringen, größeres Update, als wir es bis jetzt gewohnt sind. Als nächstes könnten bald Umwelteinflüsse Einfluss aufs Spiel nehmen. Was ist genau gemeint als Beispiel? Schmeißt du eine Granate zum Beispiel ins Wasser, ist die Explosion anders, als würdest du die Granate zum Beispiel in eine Matschpfütze werfen. So wird es zumindest geschrieben. Genaueres kann ich dazu leider nicht sagen, mehr wurde dazu nicht gefunden. Aber ich finde es erstmal interessant, dass allgemeine Umwelteinflüsse Einflüsse halt aufs Spiel nehmen. Das könnte vielleicht alles nochmal taktisch ein bisschen umwerfen. Vielleicht kommt ja auch, was weiß ich, so Wetterereignisse, Regen, Schnee, weiß der Geier was noch dazu. Das wäre auch eine richtig, richtig coole Sache. Dann wurde etwas in den Quellcodes geschrieben, das wurde nicht groß ausgebaut, aber verschiedene Tierstufen der Lootboxen ist, denke ich, selbsterklärend. Ich umreiße es mal grob. Ihr seht zum Beispiel, also es gibt ja Blau, Lila, Gold, Weiß, lassen wir mal außen vor. Ihr seht vielleicht von der Ferne schon eine Lootbox, die vielleicht vorher schon eine andere Farbe aufweist. Dann wisst ihr, alles klar, da könnte zum Beispiel eine goldene Waffe oder eine goldene Rüstung oder irgendwas anderes Goldenes oder Lilanes drin sein, je nachdem, was die Lootbox für eine Farbe hat. Zumindest gehe ich davon aus, dass es ein visueller Indikator sein wird, der vorher schon Aufschluss darauf gibt, dass es verschiedene Lootboxen-Stufen gibt. Meine Fresse, schweres Wort. Dann möchte ich noch was zum Skill-Based Matchmaking sagen. Da gibt es jetzt zwar keine Leaks, Informationen, aber es gibt viele große YouTuber oder Streamer wie Shroud und Dizzy, die kennt ihr wahrscheinlich alle, die regen sich mega über Skill-Based Matchmaking auf, und auch Apex selber hat auf Twitter so einiges schon gepostet, dass die sich das Skill-Based Matchmaking genauer ansehen. Viele munkelten schon, dass es rausgenommen wurde, das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber wir können davon ausgehen, dass das definitiv überarbeitet wird, weil es wohl auf jeden Fall auch schon viele Spieler gibt, die keinen Bock mehr auf das Spiel haben, weil das Skill-Based Matchmaking einfach mega mäßig belastend ist. So, jetzt noch eine Information, die auch sehr interessant ist. Und zwar geht es um vergangene Event-Skins. Es gibt viele Skins, die Zuschauer, also Zuschauer in meinen Livestreams machen mich darauf aufmerksam. Mensch, geiler Skin, wo hast du den her? Dann sage ich, das ist ein Event, die Skins kriegst du leider nicht mehr. Da ist jetzt in den Quellcodes was aufgetaucht, was darauf hinweist, dass es sein kann, ist jetzt eine Vermutung von mir, Ende von Season 3, quasi kurz vor dem Geburtstag von Apex Legends, könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal ein spezielles Event gibt, wo man alle Event-Skins sich nochmal erspielen kann, wahrscheinlich eher erkaufen, so wie es halt EA in EA-Manier ist, zumindest gehe ich davon aus. Das ist, finde ich, eine richtig geile Sache, ob man, oder beziehungsweise, dass man die Möglichkeit hat, vielleicht ein Event, was man verpasst hat, dass man dann nochmal nachholen kann, einen Skin seiner Wahl sich zuzulegen. Inwieweit das tatsächlich passiert, steht natürlich auch in den Sternen. Möchte halt, wie gesagt, nochmal betonen, dass alles, was ich jetzt hier gesagt habe, Leaks sind, die so kommen können, aber nicht müssen. Erfahrungsgemäß kommt aber vieles so, wie es geschrieben wird. Das soll es von diesem Video gewesen sein. Lasst diesem Video einen fetten Daumen nach oben da, ein Abo, wenn
ihr neu seid. Wenn ihr keine Infovideos verpassen wollt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich bin gespannt. Haut die Kommentarsektion voll, wie ihr einzelne Informationen findet oder wie ihr denkt, dass manche Sachen umgesetzt werden. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Morgen, wenn ihr das Video heute Samstag, wenn es rauskommt, gleich seht. Morgen schönen 4. Advent, schöne Weihnachten und so weiter. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao.